So, damit sind wir zurück bei den Azaperinos gegen Tactical Ace. Und ja, wir befinden uns jetzt wieder im Ladebildschirm. Hi, I Metzel, Rocker, Screamy, Rocky Shanks und TR Rainbows. Gegen Big Boss Björn, Azap Hirschi, Subtemptation, Azap Human und Azap Rainer. Auf der Botlane sehen wir Heal und Exhaust gegen Heal und Exhaust. Mein Güte, toll, das ist eine Vielfalt bei den Summoner Spells heute wieder. Sensationell. Auf der Toplane haben wir jetzt wieder Shyvana mit Teleport dabei. Haben wir eben schon gesehen, wurde eigentlich nur defensiv eingesetzt, kein einziges Mal aggressiv, außer zu den Fights im Midgame. In der Laning-Phase hat es einfach nur den Vorteil für Shyvana gebracht, dass sie halt nichts verloren hat. Also sie hat die ganze Zeit Erfahrung und Farm gekriegt. Irelia hing dann halt vorher schon nach einer Weile ziemlich stark hinterher. Renekton jetzt hier, Big Boss Björn mit Ignite. Wir werden sehen, wie er dieses nun nutzen wird. Hat natürlich dadurch einen riesen Vorteil im 1-on-1. Also ohne Ignite ist das dann schon ein herber Rückschlag. Weiß ja. Natürlich jetzt auch... Ja, okay, du kannst reden. Nein, passt schon. Ich wollte nur zustimmen, ja, stimmt schon. Also Vorteil im 1-on-1 auf jeden Fall. Ach, du wolltest also nur zustimmen? Ja, das war ein zustimmendes Ja. Ach, unglaublich, so. Ne? Ich dachte, wann gibt es denn mal ein nicht zustimmendes Ja? Weiß ich nicht. Stimmst du mir zu? Das ist ja. Dieses Ja, nein. Ach so, dann ist es aber ein Nein. Lappen. Ja, nein. So. Man muss auch dazu sagen, dass LeBlanc die Knall hat, überrascht mich ein bisschen, gleich eine Pause zu anfangen. Gibt noch kein Statement dazu. Nur Fragezeichen. Damn. Die Asaps waren richtig sortiert. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, einer hat Ping-Probleme wohl von Seiten von Azap. Einfach weitergemacht. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall wundert es mich, dass LeBlanc kein Exhaust mitgenommen hat. Ich meine, natürlich kann sie besser fighten, generell im Midgame, aber im Late-Game kriegt sie halt einfach sehr viel Schaden von Seiten rein und er kann sie einfach snipen, sofern sie keinen Sonnen hat. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Endeffekt ausspielen wird. Warte mal kurz die ganzen Champions anordnen. Wir sehen hier eine. Sieht nicht nach dem Invade aus. Nach dem Mid-Ball. Die haben auch wirklich alle nicht mehr so diese Invade-Champions. Bei Morgana könnte man sich das vielleicht. Also mit so einem Q, mit so einem Cage wäre da vielleicht was möglich. Aber auch der Follow-Up wäre da wirklich nicht großartig vorhanden. Da fehlt einfach der Thrash. Aber der wurde ja gebannt. Ne, sowas. Ah. Ist der Wort im. Ja, der ist im Gebüsch, ne? Lol. Sah erst ganz komisch aus. Das hat das jetzt in beide Teams irgendwie dabei zu belegen, zu invaden. Wobei halt TA weiß, wo die Azaperinos sich rumtreiben, ne? Ja, und quasi die von TA wissen nicht, was. Also Azaperinos machen, aber sie gehen jetzt zum Blue Buff, nicht über die Lange. Warten jetzt im Busch, nein. Oh. Was wir jetzt ganz schön sehen können, wir haben schon zwei D-Boards gesetzt bekommen, quasi von Seiten von Azaperinos. Wir sind einer im River und wir sind einer im Blue Buff. Das heißt, sie haben ziemlich gute Ward Coverage und ziemlich guten. Wie soll man sagen, ziemlich gute Sicht darüber, was das Gegner machen kann. Sieht man auch nicht mehr selten seit dieser Season, dass sich ein Support mit drei Normal Wards und einem Pink Ward anfängt. Finde ich sehr interessant. Hat jetzt aber auch schon ziemlich viel gekostet. Also ich meine, sie haben jetzt die Pink Ward im Tri-Gebüsch, aber bei Vi, wenn jetzt die Ward wirklich lange steht, ist es natürlich useful, aber Vi wird jetzt die nächsten 3 Minuten nicht auf der Botlane sein. Und deswegen sind so viele Wards eventuell eine Geldverschwendung. Weil sie hat jetzt kein Support-Item, was sie auch wieder zurückwirft, im Gegensatz zu Morgana. Die kann jetzt einfach free harassen die ganze Zeit und tja, gewinnt dadurch auch noch Gold. Also in der Mitte schon ein bisschen Schaden austauscht, aber ich muss sagen, das mit diesem Vision Q
Control Game gefällt mir hier ziemlich gut, muss ich sagen, mit der Karma. Auch wenn sie natürlich Geld verliert, was man sagen muss, aber dadurch haben sie natürlich absolute Sicherheit. Kommt da der Jungler oder auch nicht? Absolute Sicherheit. Gegen die Vi mit Q. Was ist das? Ich weiß nicht, das ist halt, wenn es so absolute Sicherheit gegen, weiß ich nicht, vielleicht Pantheon oder Volibear, der direkt so richtig krasse Ganks bringen kann, aber Vi. Gut, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Bist ja. du sicher, dass sie nicht da ist? Was Das ist vollkommen richtig. Aber es hört sich trotzdem witzig an. Ja, ich gut. bin Komiker. Ja, du bist Komiker von Zweitberuf. Die Jungler jungeln momentan einfach. Jungeln jetzt einfach nur durch. Sie werden aber auch die ganze Zeit gesehen. Zum Beispiel, Vi jetzt hier hat er wieder ein Ward in ihrem eigenen Jungle kassiert. In der Mitte sehen wir den Harass zwischen LeBlanc und Zed die ganze Zeit. Versucht man sich dann natürlich gegenseitig Damage zu machen, auf dass der eine nicht versucht zu engagen oder vielleicht auch einen Kill mit Ignite schaffen kann. Ja, wir sehen, Nocturne ist quasi am Durchgang, genau wie bei Vi macht das vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass sie auf einen Feral Flare gehen würde, was auch nicht so viel Sinn machen würde im Vergleich zu Nocturne. Ja, und wie schon im letzten Game erwähnt, dass die Stacks fürs Feral Flare beginnen schon ab dem Zeitpunkt, ab dem man Machschädel hat. Das heißt, Nocturne farmt mit dir wahrscheinlich nicht wirklich oft auf die Lanes kommen, nur sobald der Ultimate hat. Das lief aber auch schon letztes Game. Jetzt sehen wir hier auf der Toplane erstmal Flash von Shyvana raus. Ignite von Renekton wurde auch geused. Das ist natürlich der Vorteil, den Renekton jetzt hat. Er kann richtig schön aggressiv spielen, hat Ignite dabei, nicht so wie Shyvana die Teleport jetzt hat. Das wird sich wahrscheinlich erst später auszahlen. Und Renekton nutzt natürlich auch den Vorteil aus, dass er im Early Midgame eine Shyvana ausscaled. Im Late Game sieht das dann wieder ein bisschen anders aus. Das sind mir auch die Trades recht eben. Vergleich. Also Zed hat am Anfang im Early Game richtig viel Schaden gemacht, aber inzwischen schafft sie LeBlanc auch immer gegen zu Harrison. Man muss halt auch richtig gut aufpassen. Jetzt kommt der Vi-Gank anscheinend in der Mitte. Kamera weiß es besser, aber jetzt sind wir in der Mitte. Sie jumpt da in den Tower rein. Die Kette sitzt auch noch. Silence kommt raus, aber der Damage mit Ignite wird wahrscheinlich zum First Blood führen. Haben wir hier Hi, I'm Screamy mit Zed in der Mitte. First Blood. Schön gemacht auf der Seite von TA. Nocturne ist hier oben im Busch. Ah, schon raus. Oh, da kommt auch direkt der 4 hinterher. Flash hat sie leider nicht mehr ready, wenn jetzt der Auto kommt. Und da kommt sogar noch ASAP Hirschi Flash auf der Toplane aus dem Tower raus. Und somit ist das dann auch der Kill auf der ASAPerinoschen Seite. Weil das natürlich der Shyvana ein bisschen mehr wehtut, weil er ein richtig großer Farm war, der jetzt hier im Tower verläuft, ohne XP. Und die Last jetzt natürlich dann fehlen. Bei LeBlanc hat ja meines Erachtens nach Zed schon einen Tower gepusht, das heißt, sie hätten nicht so viel verloren. Könnte natürlich jetzt für Shyvana schwieriger werden, würde jetzt auf jeden Fall TP benutzen, um auf die Lane zu porten, um nicht noch mehr XP zu verlieren. Den ist auch schon ein Giant-Spell von Shyvana. Das bringt ihn natürlich Sustain, aber halt auch, wie man so sagt, nur Leben. Renekton wird sich jetzt eventuell... Es ist schwer zu sagen, Renekton kann sich so gut wie alles kaufen. Entscheidet sich jetzt hier für Magieresi. Ist natürlich auch keine schlechte Wahl gegen Shyvana, denn man weiß ja, Shyvana, der magische Schaden, den sollte man nicht unterschätzen, denn davon ist mehr als genug vorhanden. Er ist recht ab Level 6, wenn er dann halt noch die Spur hinter sich zieht, der Vi einfach noch auf dem Boden liegt und weiterhin magischen Schaden macht. Also das sollte man wirklich beachten, dass man da auch gegen AP-Schaden spielt, nicht nur die Autodecks zählen bei ihr. Aber interessant, dass sich hier Renekton nicht dafür entschieden hat, auf Tiamat zu gehen oder auf Silk oder Cutlass. Finde ich interessant, weil damit könnte er jetzt noch weiter bullieren, weil Shyvana hat ja im Prinzip nur Life und keine Resistenzen. Hat jetzt wird wahrscheinlich für den Spirit Visage zuerst gehen. Nur die Frage, ob er dadurch die Lane noch so dominieren kann. Weil das ist natürlich das, was Renekton stark macht. Dieses Bullying im Early Game, dieses mit den Items wie Pickaxe dann nach dem ersten Back richtig viel Schaden raushauen. Bin mal gespannt, wie er das dann gleich weitermacht. In der Mitte sehen wir hier 44 zu 45 Farm, haben Double Dorans auf LeBlanc, dafür Brutalisierer schon auf Zed.
Das bringt natürlich LeBlanc vielleicht einen kleinen Early-Vorteil. Zed dafür kann sein Item aber auch später noch gebrauchen bzw. ausbauen. Der Poke von Karma ist schon ziemlich hoch. Diesel bzw. Graves ist schon recht low. Und vor ein paar Minuten noch sah es aus, als ob die Range nicht aussah. Oh! Oh, da kommt der Engage. Auch der schöne Reaktion hier von Vi direkt in der Nähe. Kommt auch mit Ulti sofort ran. Die Markierungen von Vi zeigen natürlich, wer die richtige ist. Und dabei ist natürlich der Kill garantiert. LeBlanc hatte anscheinend die Ulti, hat sie noch ab. Hätte die Kette drauf gehabt. Naja, war ein schöner Gank. Ja, und vor allem, wo ist bestimmt hier? Sehen Sie nicht, dass Stockton da ist? Oh. Oh, da fighten sie jetzt, der 4 ist draußen. Da kommt Flash von Relic, ein Flash von Zed auch noch über die Wall und gehen jetzt auch raus. Sie sind jetzt 3 gegen 2, aber wollen noch nicht weiter chasen. Haben auch nicht wirklich CC mehr vorhanden. Shyvana bringt natürlich keinen CC mit. Die Y-Ulti ist draußen und Zed hat auch nichts. War, glaube ich, auch die bessere Entscheidung. Chasen ist meistens auf Doom. Ja, wir sehen, hat er noch einen Konto, der auch den Buff nicht wegsmiten, obwohl er gleich ein Level war. Wäre natürlich ein kleiner Win gewesen für sie, wenn er den Blue Buff trotzdem hätte nehmen können. Ist jetzt aber auch natürlich schlecht für LeBlanc, weil LeBlanc und Blue Buff hat natürlich auch größere Mana-Probleme, weil ein bisschen länger planen. Hat natürlich jetzt hier den Blask am Start, was ein bisschen hilft. Wir sehen jetzt auch schon auf der Top-Lane, dass Rennek nicht mehr wirklich die Chance hat, die Shyvana hart zu pressern. Wenn er sich für Damage entschieden hätte, hätte er höhere Chancen, da mehr rauszuholen. Und Shyvana farmt jetzt einen Ast ab. Ist nur noch 10 CS hinten. Wir sehen auch hier, Nock geht einfach stumpf. Natürlich nicht wirklich stumpf, es ist ein Vorteil, möglichst schnell die Laterne zu finishen. Er ist auch schon dran, 41 CS, 1-0 Cheater, ist auf dem besten Wege. Stacks dürfte er dann auch schon ziemlich viele haben, weil er ja auch die ganze Zeit durchjungelt. Vi auch schon mit 46 dabei, geht auf das AD-Jungle-Item. Ich habe auch letztens getestet, Vi mit Feral Flare ist nicht wirklich cool. Außer man maxt den W als erstes und versucht da wirklich noch was mit Autotext. Aber das AD-Jungle-Item bringt einem wirklich mehr Sustain. Und auch den Mana-Haushalt, der ist besser zu handeln, wenn man dieses Item besitzt im Jungle. Weil man ja auch den Blue Buff abgeben möchte, meistens. Abgesehen von dem Fall hier, wo Zed Blue Buff hat. Zed nicht unbedingt den Blue Buff braucht, aber im Prinzip wohl war. Und wir sind auf der Botlane, ist der Farm Gunsten von Graves, was mich ein bisschen wundert, weil er eigentlich dann hier die Oberhand haben sollte. Vielleicht nicht das Wissen da, wie man die Lane am besten pressured. Den Problem ist halt auch, dass Karma nicht weggegangen ist bis jetzt und verliert immer mehr Gold, dadurch, dass sie kein Gold-Item hat. Und wir sind jetzt 4 Leute auf dem Weg zur Botlane. Also Vi steht noch da. Wartet, bis die einen Fehler machen. Es steht auch keine Ward in dem Gebüsch. Zumindest eben gerade hat man noch keine Ward im Gebüsch vorne gesehen, wodurch das natürlich sehr gut möglich ist, dass Vi jetzt einfach mit dem Q reinkommt und direkt Ulti zündet. Und es ist auch der Fall. Direkt auf Karma hier mit Red Buff drauf. Nock zündet Ulti zum Countergang. Direkt auf Graves. Exox ist drauf. Er versucht ihn jetzt durchzuführen, aber der Schaden reicht einfach nicht aus. Asap Hirschi wird jetzt fast auch noch genommen. Flash von beiden sind draußen und da kommt der Kill für Hi-Aim Roka auf der Botlane. Schönes Turnaround auf der Seite von TA. Countergang hat jetzt nicht wirklich funktioniert. Vor allem, weil Karma so viel Schaden bekommen hat, dass sie quasi instant down gegangen ist. Da konnte man auch nicht mal, hat das Exhaust noch rausbekommen. Glücklicherweise auf Graves, aber hat nicht wirklich gereicht. Und das bringt ihn jetzt natürlich auch einen Free Dragon ein. Und was natürlich ein bisschen schwierig ist, vor allem, weil es recht viel Geld jetzt schon, plus 2000 Gold vorne, dem Drachen bei 3000. Wird natürlich jetzt schwierig, diese große Lücke wieder aufzuholen, aber es ist auf jeden Fall machbar. Noch ist es aufzuholen, ab 10.000 können wir sagen, das wird schwer. Aber wir haben schon vieles gesehen. Was jetzt natürlich interessant ist, ist der Graves, der noch mit Doran's Blade am Start ist, hat jetzt 3.700 Gold auf der Tasche, was natürlich nicht wenig ist. Und dann wird die Botlane vielleicht wieder ein bisschen anders aussehen. Direkt Blutdürster und Boots hat er sich geholt. Ist der Caitlyn jetzt im Damage voraus?
muss er natürlich auf Borderlands 2 natürlich aufpassen. Vor allem, wenn er seinen Bloodthirster gestackt hat, macht natürlich die Ultimate auch noch richtig gut Schaden. Und die Ultimate wurde ja eh schon gebufft. Das heißt, wir müssen da wahnsinnig aufpassen. Wenn ein Binding von der Morgana sitzt, können die vermutlich, egal wen, downburst. Da muss er wirklich wahnsinnig aufgepasst werden. Jetzt bemerkt ihr auch, also Zapparinos, dass der Dragon schon gemacht worden ist. Den Trades gewinnt Blau in der Mitte so ein bisschen, ne? Zed aber momentan auch besser in Farm. 0-2 steht LeBlanc durch die Ganks von Vi, muss man schon so sagen. Also ohne Vi wäre da auch nicht so viel passiert. Dadurch ist der Zed aber jetzt im leichten Vorteil, was den Farm angeht. Nach dem Hulk, trotz allem, dass der Grave so far ahead ist, tut Karma immer noch weh. Karma entscheidet sich auch nicht für das Item, das Load, sondern hier für den Spreelias, beziehungsweise Ancient Talisman, wie heißt nochmal? Talisman of Ascension, so rum. Bringt natürlich noch viel mehr Utility fürs Team, aber dafür nicht so viel Schaden. Bin gespannt, ob sie das auch gut einsetzen können mit Gap. Und da kriegt auch die LeBlanc gleich den Blue Buff hier, den sie auch dringend braucht und nicht bekommen hat im letzten Bereich. Toplane gewinnt immer noch der Reddick, ne? Obwohl Reddick ein Volltank geht. Shyvana aber auch hier schon mit Sunfire Cape dabei. Ist sehr viel magischer Schaden, der jetzt von ihr ausgeht. Wenn sie den W wirklich um sich herum die ganze Zeit laufen hat. Und auch Sunfire Cape macht jetzt noch weiter magischen Schaden die ganze Zeit. Hat dadurch noch weiter Druck auf der Lane, weil Sunfire Cape hilft natürlich auch beim Wave Clearen. Ja, die drückt jetzt einfach nur noch raus. Sie ist jetzt, kommt langsam mit dem Farm wieder hinterher. Und versucht jetzt hier auch den Renekton die ganze Zeit einzudrücken in den Tower. Renekton will die Wave nicht in den Tower lassen. Kriegt da richtig, richtig viel Schaden rein. Da muss da ein bisschen mehr aufpassen. Weil braucht er Hilfe von Nocturne. Ich glaube, Nocturne hat seine Ulti bisher nur einmal benutzt. Und damit nicht wirklich viel erreichen können. Das ist ein bisschen schwierig, irgendwie für ihn irgendwie auf irgendeiner Lane was zu reißen. Toplane Shyvana mit Ultimate. Sehr gut in Escape. Dann Zed kann natürlich auch mit dem Shadows arbeiten, um wegzukommen. Am Bordel haben sie auch das Black Shield. Das ist einfach wirklich schwierig für Nocturne, da irgendwas zu machen. Wir haben jetzt Nock aber auch schon mit 1172 Farm. Hat er jetzt auch schon seine Lantern fertig? Ich will jetzt mal gerne gucken, wie viele Stacks er schon hat. Er ist bei 24, heißt noch 6 Camps und er hat seinen Feral Flare. Danach geht's auf den Damage. Weil jetzt hier mit dem AD Jungle Item schon dabei, Magiresi und 5er Boots, was natürlich ihren Einfluss aufs Spiel immens erhöht. Sie hat ihre Ulti jetzt fertig. Schwierig hier. 300 Schaden. Weil wollte gerade mit dem Gank reinkommen, dann ist der Kuh gerade abgebrochen. Das heißt, hatte den Gap-Browser nicht ready. Oh, ich denke, das ist jetzt für ein... doch kein Tower-Dive. Nock ist auch schon auf der Höhe. Hat auch Ulti ready. War die bessere Entscheidung da jetzt nicht. Und da kommt der Gank auf die Botlane direkt. 4 auf Morgana. Sie hat aber Spellshield jetzt drauf. Exhaust auf Nock ist jetzt schon draußen. Und jetzt kommt der Teleport-Counter-Gank auf der Botlane. Jetzt sind es hier 5 gegen 4. Shyvana geht da rein. Zed Tower-Dive den Nock mit Ulti. Und jetzt kommt die Vi Assault Battery auf LeBlanc. Und sie flasht auch weiterhin raus. LeBlanc ist jetzt nicht gestorben. Dafür aber die Karma im Burst von Graves. Morgana hat zwar den Last Hit gekriegt, aber man kann nicht alles haben. Selbst die Kopie von LeBlanc muss dran glauben. Siehst du jetzt, Reddick macht das einzige Richtige dagegen, versucht den Toplane Turret zu nehmen. Frage, ob er ihn auch bekommt. Ja, hat ihn schon bekommen. Aber da hat er nicht aufgepasst. Er hätte dann, wenn man der Meinung ist, dass Shyvana weggeht, irgendwie unsinnvollerweise irgendwie sich zurückzieht mit dem TP natürlich, muss man als Reddick natürlich irgendwie, oder als Gegner schon Toplane, wenn da irgendwie ein bisschen drauf aufmerksam werden, so irgendwas ist da faul, ein bisschen hinterhergehen und versuchen, den Teleball abzubrechen. Wenn der Teleball abgebrochen worden wäre, hätten die Botter dann vielleicht nicht so viele Kills bekommen. Ja, die ganze Situation, den Gang von Nock haben sie jetzt komplett umgedreht. Sie haben schon wieder gut reagiert, das ganze Team, und einfach die ganze Situation wieder für sich gekehrt und einfach die Kills rausgeholt. Dragon jetzt in 44 Sekunden, dadurch wird wahrscheinlich wieder der nächste Fight entstehen, was mir natürlich zusagt. Also ich mag Fights, ich liebe Fights, Fights sind das Beste. Toplane jetzt hier, Shyvana ist jetzt im Farm leicht hinterher, Renekton geht anscheinend auf Brutalisierer nach seinem
Bird Visage, hat auch schon Giants Belt, ist also ziemlich tanky, kann gut sustain gegen Morgana und den magischen Schaden von Shyvana, wird aber wahrscheinlich ziemlich viel Damage bekommen in den nächsten Teamfights, wenn er dabei ist. Er hat jetzt ziemlich viel Magie-Risi und Leben, aber Vi ist immer noch AD. Genauso Zed und genauso Graves, der auch ziemlich viel AOE-Schaden macht mit seinem Q und seiner Ulti. Mal gucken, wie lange der die Fights überlebt, weil momentan hat er noch nicht so viel Rüstung. Sind jetzt auch schon die Rotation hier von Seiten von TA. Gehen sofort zum Dragon, werden ihn wahrscheinlich auch ohne irgendeinen Fight bekommen. Zed steht auch schon da. Um zu saven, beziehungsweise zu wissen, wo die sind. Und Dragon ist weg. Natürlich schwierig, wenn man solche viele Objectives einfach für nichts verliert, weil sie waren nicht wirklich in irgendeiner Position, um irgendeinen Tower zu nehmen. Da müssen sich die Azaparinos auf jeden Fall was einfallen lassen, was angeht. Wir sind jetzt auch von Shyvana hier. Bilgwater hat das schon, schon fertig gebaut. Oh. Jetzt kommt hier der Dive. Auf den Tower und Caitlyn kriegt einfach direkt den Q ab. Shyvana natürlich engaged direkt hinterher, holt sich auch sofort den Killer, dem ADC. Da unten sehen wir den Knock komplett drin am Set, aber wird jetzt auch mit der Ulti von ihm gefinisht. Graves kriegt natürlich keinen Fokus ab, wer soll ihn auch schon fokussen? Er nimmt sich jetzt einfach mit seinem restlichen Team die Karma und damit sind einfach wieder 4 zu 1 gefallen. Das ist natürlich wieder richtig schmerzhaft. Es steht jetzt 2 zu 10, 20. Minute, 24, fast 25k Gold zu 32,8. Der Goldabstand wird immer größer und auch natürlich der Damage leidet darunter. Also wir sehen hier, dass Nock ziemlich squishy ist. Haben wir eben gesehen, er war mittendrin, aber er kann nicht lange drinnen stehen, weil er einfach platzt. Er hat zwar ziemlich viel Schaden mit Bilgewater, aber ohne da wirklich großartig drinnen zu stehen, machst du auch keinen Schaden. Ja, und das ist natürlich jetzt unter anderem auch das nächste Objective, wahrscheinlich entweder Midtor bzw. Inhibitor oder Nasher hier für TA. Und die Aspirates haben immer größere Probleme, da irgendwas gegenzuhalten, vor allem weil auch die Vision Control nicht so stark ist. Sind auch zum Dragon recht spät erst dazugestoßen, dass er schon fertig war. Und Problem ist, Rennec bringt nicht viel Damage mit, um in der Front irgendwas reißen zu können. Er hat zwei Longswords, die er wahrscheinlich in einen Brutalizer umbauen will. Dann Leblanc hat jetzt erst ihr Deathfire Grasp, nach 20 Minuten, was recht spät ist. Wird damit auch wahrscheinlich niemanden one-shotten können, mit der gesamten Combo. Natürlich dann ein bisschen schwierig hier für Azaparinos irgendwelche Plays zu machen. Die müssen dann irgendwie versuchen, einzelne Leute rauszupicken. Vor allem darin ist Nocturne und Leblanc ziemlich gut. Ja, aber LeBlanc jetzt hier mit 1-3 hat jetzt DFG, könnte jetzt eventuell wen nehmen, aber hat noch nicht mal ausgebaut. Okay, ich nehme es zurück. Ausgebaute Boots sind jetzt vorhanden, die Sorceress hat sie jetzt. Aber mal gucken, ob sie wirklich dagegen ankommt. Also sie ist momentan noch ziemlich weit zurück dem Zed gegenüber. Goldtechnisch hängt sie bei 5600 und Zed bei 8000. Das ist schon gewaltig. Mal gucken, ob sie es wirklich schaffen, da jemanden einzeln rauszufokussen. Momentan sitzt die Dominanz einfach auf der Seite von TA. Graves sitzt hier auch. Er hat zwar 006, was für ein ADC ziemlich deprimierend ist, aber er hat die Schattenkling und auch Blutjust. Und hier kommt der Tower Dive mit Vi-Ulti direkt in den Tower rein. Rennec natürlich keine Armor, platzt am Graves und an Vi und an Shyvana wie ein aufgequollener Pickel. Das ist natürlich genau das Problem. Er hat zwar Sustain gehabt auf der Lane, aber jetzt in Fights wird er einfach nur zerstört. Jetzt fehlt halt der Einzige, der wirklich ein bisschen mehr aushält von dem Team. Nocturne nämlich hingegen ist noch extrem squishy, hat noch kein einziges Defensive-Item. Und sie können jetzt einfach sich entscheiden, gehen wir das Midlane, pushen dann durch. Oh. Ja, kommt der Zed hier mit der Ulti. Die Chain geht auch nicht durch und dann versucht er natürlich jetzt auch mit Flash. Twin Shadow Flash holt er sich hier den Kill an unserem kleinen Sub-Temptation. Denken wir da, aber jetzt ist LeBlanc gerade tot. Das heißt, immer einer von denen lässt sich catchen und einer von denen fehlt so schwierig Botlane-Turret, die aus, als ob die da hinrotieren würden, weil es natürlich ein Free-Turret ist, beziehungsweise sie können viel Schaden machen, bevor überhaupt hier die Azaparinos die Chance haben zu reagieren. Sind jetzt auf dem Weg, aber ich kann auch, dass sie den Tower irgendwie deffen können.
Oh, da kommt der Engage von Nock direkt auf Y. 4 geht natürlich nicht über die Wall. Er ist ziemlich grisly, wird einfach von Graves gekitet und natürlich auch gefinished. Exhaust auf ihm ist draußen, aber keiner kann diesen Graves jetzt noch aufhalten. Morgana Ulti unterm Tower trifft einfach alle drei. Sie tankt sogar noch. Jetzt holen sich Graves und Shyvana die restlichen Kills. Renekton jetzt auch schon gefallen. LeBlanc Damage einfach gar nicht vorhanden. Sie macht negativen Schaden am Graves. Der sustaint einfach alles weg. Holt sich jetzt mit Flashout den Kill an Caitlyn. Keine Chance. Dieses Spiel ist höchstwahrscheinlich jetzt gelaufen für TA. Noch rum ist es noch nicht, aber auf jeden Fall wird der Inhibitor hier unten fallen. Ich glaube kaum, dass wir dann weiter verschwinden. Danach ist die Rotation ganz einfach. Botlane Inhibitor ist down, das heißt, wir gehen zu Nashor. Danach gehen wir Toplane, danach Midlane und wenn die sich nicht vorher irgendwie acen lassen, danach schön aus rausgespielt, dann in den Nexus. Im Prinzip ist das jetzt nur noch eine Sache von Zeit. Einfach locker vom Hocker runterspielen. Ja. Aber das Problem ist natürlich, wenn jetzt hier TA ein bisschen übereifrig wird oder überaggressiv und das Ganze ein bisschen falsch einschätzt, kann es natürlich auch sein, dass hier ein kleines Comeback kommen. Aber sobald ein Inhibitor down ist, ist es immer wirklich extrem schwer, meiner Meinung nach, wieder gut ins Spiel zu kommen, vor allem wenn man 15.000 Gold behind ist. Ja, das wird auf jeden Fall noch schwierig, da jetzt noch was zu drehen. Wenn jetzt einfach TA vorsichtig bleibt mit 3-17 in der 25. Minute, glaube ich nicht, dass die Azaperinos dort die Chance haben, zurückzukommen. Ich meine, selbst Morgana hat jetzt schon das Stundenglas. Sie können jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr Morgana umbringen. Und eben im Fight war einfach der Damage von LeBlanc zu niedrig. Sie ist auf den Graves raufgesprungen und hat einfach leider nichts geschafft. Also es war momentan einfach fehlt der Schaden komplett. Und ich denke auch nicht, dass sie es schaffen zu turteln. Das ist das Problem. Ja, das wird auf jeden Fall schwierig. Wenn sie anfangen zu turteln, werden sie wahrscheinlich Nashor verlieren. Das ist natürlich klar. Und wir sehen jetzt auch schon, auf der Botlane wird langsam die Pressure immer höher. Oh, Midlane. Oh, da kommt direkt der Engage mit der Ulti von Vi. Assault und Battery ist jetzt raus. Nock bleibt ziemlich aggressiv drin, wird aber jetzt auch downgekitet von Graves. Mit Red Buff der Schaden zu hoch, holt er sich hier den Double Kill. Morgana Stundenglas ist draußen. Graves Triple Kill. Er holt sich einfach jeden. Jetzt haut er noch weiter auf Renekton. Quadra Kill ist damit draußen. Wenn er jetzt noch diesen ASAP Human kriegt, hat er sich den Penta nicht verdient, weil Zed ihn sich holt. Aber das ist es. Es liegt kein Fokus einfach auf Graves. Er konnte einfach die ganze Zeit sich neben dem Teamfight positionieren und seine Outhits rausbringen wie ein Besenkter. Und dadurch ist das Spiel entschieden, weil der Graves zu viel Schaden drückt. Ja, und das Problem ist, dass auch LeBlanc irgendwie ihre Combo ab bisschen daneben gehauen. Das hat nämlich Sigil of Silence, also ihren Q, erst auf. Oh, da kommt noch der Nock rein mit Ulti. Versucht hier noch die letzten Züge was zu reißen. Auch LeBlanc versucht nochmal was. Karma auch schon drin. Aber Graves einfach zu strong. Holt sich jetzt hier noch den Double. Anscheinend möchte er hier noch ein bisschen mehr. Der Q von Morgana sitzt wieder, holt er sich wieder den Triple Kill. Caitlyn ist jetzt auch wieder dran mit Exhaust, holt er sich den Quadra. Und Renekton, was tust du jetzt? Lässt du ihm den Penta oder lässt du ihm ihn nicht? Nein, das Game ist gefinished. GG, well played, TA. Sehr, sehr schön. Gut. TA war jetzt natürlich sehr stark. Der Graves hat später natürlich ein gutes Position. Leute, jetzt bin ich gestolpert. Positioning gezeigt. In den Teamfights stand er perfekt. Er stand daneben, konnte so viel Damage rausbringen, dass das Team von den Azaperinos natürlich das nicht wegtanken konnte. Die haben einfach das ganze Spiel sauber runtergespielt. Da kann man leider nicht zu sagen. Es ist ein 12-0, 5-0, 3-0. Ein starkes Spiel von den TA.